Yo, endlich ein fruchtiges Willkommen zum ersten Vorstellungsvideo des neuen Minecraft 1.9 PC Updates. Das Ganze nennt sich ja das Combat Update bzw. das Kampf Update. Und ich habe jetzt gemerkt, dass das Update doch relativ groß ist. Ich wollte das Ganze eigentlich in einem Video vorstellen, aber jetzt habe ich mich doch dazu entschieden, da 3 kleine Videos draus zu machen. Und in diesem Video wird sich deswegen alles erstmal nur um die ganzen neuen Kampfsachen drehen. Das heißt, alles, was irgendwie mit dem Kampfsystem zu tun hat, mit Kämpfen, irgendwelchen Waffen oder so, kommt in diesem Video. Alles rund ums neue Ende, wo ja auch einiges passiert ist, wird es in einem nächsten Video geben. Und in einem dritten Video werde ich dann noch so die allgemeinen Sachen so ein bisschen machen. Alles, was sonst noch so übrig ist, was irgendwie interessant ist. Auf jeden Fall, sorry, dass das Video erst jetzt kommt. Ich hatte so ein paar technische Probleme. Aber jetzt ist es endlich da und ja, viel Spaß dabei. Die erste neue Sache ist dabei das neue Zweihandsystem. Damit ist es jetzt möglich, dass man jetzt 2 Items zeitgleich ausgerüstet hat, wie zum Beispiel hier ein Schwert und einen Bogen und auch gegebenenfalls die Items zusammen benutzen kann. Und das Ganze funktioniert so, dass in der rechten Hand weiterhin alle Items möglich sind. Das heißt, sowohl Items, die man per Linksklick benutzt, wie Schwerter oder Waffen, und per Rechtsklick Items, die man setzen kann, die man benutzen kann und so weiter. In der linken Hand jedoch funktionieren nur Items, die man per Rechtsklick aktivieren kann. Das heißt, irgendwelche Blöcke, die man setzen kann, Fackeln, irgendwelche Tränke, irgendwelche Nahrung oder zum Beispiel ein Bogen. Das Ganze ist dann auch so gemacht, dass die rechte Hand in dem Moment Vorrang vor der linken Hand hat. Das heißt, wenn man in beiden Händen zum Beispiel ein Item hat, was per Rechtsklick aktiviert werden kann, dann wird grundsätzlich das rechte Item zuerst ausgeführt. Zum Beispiel setze hier die Blöcke, sobald ich kein Item habe, kann ich mit dem Bogen schießen. Funktioniert. Wie bekomme ich jetzt ein Item in die zweite Hand? Das ist relativ einfach. Zum einen gibt es hier die Möglichkeit im Inventar diesen neuen Slot zu benutzen, der sieht so ein bisschen nach einem Schild aus. Und die zweite Möglichkeit ist einfach hier unten auf das Item raufgehen und die Taste F drücken. Dann wird einfach das Item gewechselt. Das Ganze ermöglicht einem natürlich sehr viele coole Item-Kombinationen, wie zum Beispiel beim Tunnelbau eine Spitzhacke und zeitgleich die Fackeln, im PvP natürlich Schwert und Nahrung oder Schwert und Bogen oder aber auch Schwert und ein neues Item. Denn das hier sieht nicht nur so aus wie ein Schild, sondern das soll auch ein Schild darstellen, denn es gibt jetzt auch in Minecraft endlich ein Schild zum Verteidigen. Das Ganze sieht dann so aus, dass wir hier einmal das ganz normale Standardschild haben. Das kann man ganz einfach herstellen. Das ist ein Holzschild mit einer Metallumrandung und ein paar Nieten drauf. Das ist auch gar nicht schwer herzustellen. Dafür braucht man ganz einfach 6 Holzbretter. Total egal welche Holzart, hat keinen Einfluss. Die muss man so anordnen. Und einen Eisenbarren. Der kommt ganz einfach hier oben rein. Und dann bekommt man ein ganz normales Schild. Um das Ganze jetzt benutzen zu können, muss man natürlich das Schild ausgerüstet haben. Das kann man sowohl links als auch rechts machen. In der linken Hand ist das Ganze natürlich jetzt eine Nummer praktischer, da man dann rechts ebenfalls noch eine Axt oder eine Waffe tragen kann. Das Ganze ist jetzt so gemacht, dass wenn man Schaden aus der Richtung des Schildes bekommt, das heißt zum Beispiel, wenn das Schaf mich jetzt angreifen würde, dann würde ich mit dem Schild 2/3 des Schadens absorbieren. Das heißt, 1/3 bleibt über. 33% ist auf jeden Fall eine deutliche Schadensreduktion. Damit das Ganze noch ein bisschen besser ist, kann man das Schild auch noch so schützend vor sich halten. Das geht per rechte Maustaste, einfach gedrückt halten. Dann ist man natürlich noch so ein bisschen besser geschützt und kann vielleicht noch mehr Schaden absorbieren. Wie gesagt, absorbiert man nur Schaden, den man von der Richtung des Schildes bekommt. Das heißt, wenn ich jetzt von der Seite, von oben, von unten oder von hinten angegriffen werde, dann bringt mir das Schild natürlich gar nichts, weil... Wie soll es auch? Wäre sonst auch relativ unlogisch. Das Ganze ist jetzt sogar so cool gemacht, dass Pfeile komplett am Schild abprallen. Das heißt, die machen gar keinen Schaden und werden sogar ein bisschen zurückgeschleudert und können beim Zurückschleudern sogar andere Gegner oder andere Spieler treffen. Auch sehr cool gemacht. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache zum Verteidigen. Ersetzt damit jetzt die Funktion vom Schwert. Mit dem Schwert kann man sich jetzt nämlich nicht mehr verteidigen. Aber dafür halt mit diesem Schild. Damit man jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Standardschild rumlaufen muss, gibt es die Möglichkeit, dass man das Schild auch so ein bisschen selber gestalten kann. Zumindest indirekt.
Da kann man einfach das Schild zum Beispiel in eine Farbe einfärben oder ein Schild mit einem Symbol drauf machen oder sogar hier ein relativ komplexes Schild. Und das Ganze funktioniert ganz einfach mit dem Banner-System. Das Ganze ist ja seit 1.8 so, dass man diese Banner herstellen kann und auch selber gestalten kann. Das heißt, man kann mit verschiedenen Farbstoffen und verschiedenen Symbolen dort verschiedene Sachen drauf machen. Und wenn man dann ein Banner fertig gestaltet hat oder hier einfach nur ein ganz normales, eintöniges Banner nehmen möchte, dann packt man das Banner ganz einfach mit dem Schild hier rein und dann wird das Ganze kombiniert. Dabei geht dann das Banner verloren und man überträgt quasi das Muster auf das Schild. Ich habe jetzt zum Beispiel hier ein rosa und ein graues Schild. Wichtig ist dabei, dass man das Schild nachträglich wohl nicht mehr bearbeiten kann. Das heißt, das Banner muss auf jeden Fall fertig sein. Und wie gesagt, das Banner geht dabei verloren. Auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr coole Sache. Man kann damit auch wirklich seine Stadtmotive raufmachen. Oder halt zumindest verschiedenfarbige Schilde machen mit irgendwelchen Symbolen drauf. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Als nächstes haben wir jetzt einfach mal ein paar neue Tränke, beziehungsweise eigentlich sogar genauer gesagt eine komplett neue Trankart, denn es gibt jetzt sogenannte Verweiltränke. Diese Tränke machen nicht einfach nur einen Effekt, sondern sie erzeugen quasi einen kompletten Effektbereich. Dieser Effektbereich wird nach und nach immer kleiner und sollte jetzt durch diesen Bereich irgendein Spieler oder irgendein NPC laufen, dann bekommt er automatisch den jeweiligen Effekt des Trankes. Zum Beispiel hier Sprungkraft 45 Sekunden. Das Ganze gibt es natürlich in allen möglichen Variationen. Das heißt auch so Sachen wie Vergiftung, Direktschaden, Unterwasseratmung, Direktheilung. Das heißt, man kann damit jetzt ganze Schadensbereiche herstellen oder sogar ganze Heilbereiche. Das heißt so ein bisschen Heilgranaten, Giftgranaten oder Brandbomben erzeugen. Das Ganze ist aber gar nicht so einfach herzustellen, denn man braucht dafür natürlich ein paar Sachen. Als erstes natürlich einmal einen Braustand, dann braucht man seit 1.9 für jeden Brauvorgang Lohenstaub als Brennmaterial. Dann braucht man natürlich einen Trank, den man gerne weiterverarbeiten möchte. Der kommt dann ganz einfach hier unten rein. Am besten nimmt man gleich drei Tränke und als letztes braucht man noch Drachenatem. Drachenatem, wie der Name schon sagt, ist der Atem des Drachens. Das heißt, man bekommt das Ganze beim Enderdrachen. Dieser speit ja hin und wieder mal Feuer. Dieses Feuer bleibt ja so als lila Wolke auf dem Boden bestehen. Ist quasi auch so ein Gebietseffekt wie die Tränke. Und dieses Feuer kann man jetzt wohl mit einer leeren Glasflasche ganz einfach einsammeln. Auf jeden Fall kommt der Drachenatem dann hier oben rein. Und dann dauert das Ganze natürlich so ein klein bisschen. Und am Ende bekommt man dann seinen Verweiltrank. Ich finde, die Verweiltränke sind auf jeden Fall gerade für PvP eine sehr, sehr coole Neuerung. Aber man kann sie auch noch für eine weitere Sache gebrauchen. Es gibt nämlich jetzt auch Pfeile, die Effekte haben in Minecraft. Und zwar kann man jetzt quasi aus den Tränken sämtliche Pfeilarten herstellen. Zum Beispiel Pfeil der Unterwasseratmung, Pfeil der Feuerresistenz, Pfeil der Langsamkeit, Pfeil der Stärke. Und wenn man jetzt quasi mit so einem Pfeil ein Ziel trifft, dann wird quasi der Effekt von dem Pfeil auf das Ziel übertragen. Das heißt, man kann zum Beispiel mit dem Pfeil der Schnelligkeit irgendeinen Verbündeten beschleunigen. Man kann aber auch zum Beispiel mit dem Pfeil der Langsamkeit dann natürlich irgendeinen Gegner verlangsamen, je nachdem, was man gerne machen möchte. Und diese neuen Effekttränke stellt man nämlich aus diesen Verweiltränken her. Dafür braucht man so einen Verweiltrank und dann einfach ein paar Pfeile außenrum. Man bekommt quasi für 8 Pfeile auch 8 Pfeile mit Effekt. Die taucht man quasi in diesen Trank ein und dann hat man hier zum Beispiel 8 Pfeile der Regeneration. Zusätzlich dazu gibt es jetzt noch einen Pfeil mit einem komplett neuen Effekt und zwar den Spektralpfeil. Wenn ich damit jetzt irgendeinen NPC oder anderen Spieler treffe, dann wird dieser für 10 Sekunden markiert. Das heißt, man kann dann durch alle Blöcke durch seine Umrisse sehen. Im Teamspiel, also im Multiplayer, wird diese Umrandung sogar in der jeweiligen Teamfarbe gemacht. Das heißt, man kann sofort erkennen, hey, da wurde gerade ein Feind markiert oder da wurde ein Verbündeter markiert. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Das Ganze ist sogar deutlich einfacher herzustellen,
denn für diese Pfeile braucht man nur einen Pfeil und viermal Glowstone-Staub. Ist, denke ich, deutlich einfacher zu bekommen als dieser Drachenatem. Auf jeden Fall bekommt man daraus komischerweise zwei Pfeile. Aus einem Pfeil macht zwei. Ich habe keine Ahnung warum. Auf jeden Fall sind diese Pfeile und auch die Verweiltränke, finde ich, für PvP eine sehr, sehr coole Ergänzung. Macht das PvP natürlich um einiges komplexer, um einiges. Eine kleine kurze Sache, und zwar oben rechts werden jetzt auch die Buffs angezeigt. Da sind so kleine Symbole, wie man sehen kann. In der oberen Reihe werden dabei alle positiven Sachen angezeigt, also quasi alle Buffs. Und in der unteren Reihe alle negativen Sachen, also Debuffs. Das Ganze hat leider keine Zeitanzeige dort. Dafür muss man auch weiterhin hier ins Inventar schauen. Aber es ist eine coole Sache, um mal eben schnell zu schauen, was habe ich gerade so aktiv, beziehungsweise was habe ich als Debuff drauf bekommen. Nun kommen wir zu ein paar Sachen bezüglich Waffen, Werkzeuge und Rüstung in Minecraft. Da gibt es nämlich auch ein paar Neuerungen, beziehungsweise einige Änderungen. Als erstes gibt es nämlich jetzt für alle Waffen ein neues Attack-Speed-System. Es ist nämlich jetzt so, dass jede Waffe zusätzlich zu dem Angriffsschaden auch eine Angriffsgeschwindigkeit besitzt. Zum Beispiel ein Diamantschwert 1,6, ein Eisenschwert ebenfalls 1,6, eine Holzspitzhacke 1,2 und eine Eisenspitzhacke zum Beispiel ebenfalls 1,2. Das Ganze ist jetzt nicht so wie in anderen Spielen, sondern man kann das Ganze eher als so eine Art Cooldown bzw. Ladezeit betrachten. Denn es ist jetzt so, dass eine Waffe nicht immer den komplett vollen Schaden macht, sondern die Waffen müssen ihren Schaden erst wieder aufladen. Das heißt, wenn ich bei einer Waffe angreife, die noch nicht voll aufgeladen ist, dann mache ich auch nicht den kompletten Schaden. Als Beispiel, sollte die Waffe bei 50% aufgeladen sein, dann macht sie auch nur 50% ihres Schadens. Woran erkennt man jetzt, wie weit eine Waffe aufgeladen ist? Das sieht man ganz einfach daran, wenn die Waffe in den Bildschirm reinkommt, sollte sie komplett drinne sein, dann ist sie komplett aufgeladen. Man kann dafür zusätzlich auch noch so eine Ladeleiste einschalten, die sieht man unten rechts neben der Inventarleiste. Die kann man ganz einfach hier unter Option Grafikeinstellungen, Angriffsanzeige, Schnellzugriffleiste aus oder nebens Fadenkreuz einschalten. Jetzt ist sie zum Beispiel in der Mitte unter dem Fadenkreuz. Nun hat natürlich nicht jede Waffe den gleichen Angriffsgeschwindigkeitswert. Es gibt natürlich Waffen, mit denen man schneller wieder zuschlagen kann. Die machen in der Regel aber dann etwas weniger Schaden. Und natürlich gibt es Waffen, mit denen man ein bisschen länger aufladen muss. Und die machen natürlich dann ein bisschen mehr Schaden. Dabei sagt die Angriffsgeschwindigkeit jetzt einfach nur aus, wie oft man mit der Waffe pro Sekunde mit voller Kraft zuschlagen kann. Das heißt, die Diamantschaufel zum Beispiel lädt sich einmal pro Sekunde komplett auf. Eine Diamanthacke zum Beispiel viermal pro Sekunde. Dabei ist es jetzt so, dass bei der Schaufel, bei der Spitzhacke und beim Schwert das Material der Waffe eigentlich keine Rolle spielt, denn ein Schwert hat immer eine Angriffsgeschwindigkeit von 1,6, eine Schaufel immer eine Angriffsgeschwindigkeit von 1 und eine Spitzhacke immer eine Angriffsgeschwindigkeit von 1,2. Bei der Hacke wurde das Ganze ein bisschen umgedreht. Die besitzt nämlich nun einen festen Angriffsschaden und je nach Material eine unterschiedliche Angriffsgeschwindigkeit. Bei der Axt wurde das Ganze nochmal ein bisschen durcheinander gewürfelt. Hier gibt es zum einen unterschiedliche Angriffsgeschwindigkeiten, aber auch unterschiedliche Angriffsschäden. Und man sieht schon, eine Eisenaxt, eine Steinaxt und eine Diamantaxt besitzen jetzt alle den gleichen Angriffsschaden, aber unterschiedliche Angriffsgeschwindigkeiten. Aber trotzdem sind damit diese Äxte die stärksten Waffen, die es jetzt quasi in Minecraft gibt, zumindest vom Schaden her. Man muss natürlich jetzt selber entscheiden, möchte ich lieber eine schnelle Waffe oder eine Waffe, die viel Schaden macht. Oder man nimmt einfach irgendwas aus der Mitte, zum Beispiel ein Schwert. Ein Schwert hat nämlich eine ganz angenehme Angriffsgeschwindigkeit und auch recht viel Schaden. Vom DPS her, also vom Schaden pro Sekunde, ist, denke ich, das Schwert immer noch am besten. Das heißt, für längere Kämpfe lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall das Schwert. Im Allgemeinen hat man schon gesehen, es wurden hier und da noch so ein paar Werte angepasst.
so ein bisschen die Angriffsschäden erhöht bzw. verringert von manchen Sachen. Und das gleiche wurde auch bei den Rüstungen gemacht. Dort wurde hier und da auch noch so ein bisschen was angepasst. Und man sieht, die Rüstungen haben jetzt eine Anzeige bekommen. Das heißt, man sieht jetzt an dem Rüstungsteil, wie viel Rüstung das Ganze bringt. Es ist jetzt auch so, dass eine Rüstung nicht immer einen festen Wert bringt, sondern sollte ein Diamantbrustpanzer zum Beispiel jetzt zu doll beschädigt sein, dann kann es sein, dass er nicht mehr 8 Rüstung bringt, sondern nur noch 7 oder 6 oder vielleicht sogar noch weniger. Das heißt, man muss jetzt aufpassen, dass man seine Rüstung auch regelmäßig repariert, ansonsten bekommt man natürlich ein bisschen mehr Schaden. Als letztes gibt es jetzt noch zwei kleine Spezialattacken, und zwar zum einen für das Schwert. Dort schlägt man einfach in so einer Art Halbkreis zu und macht natürlich allen Gegnern Schaden und stößt sie zeitgleich auch so ein bisschen zurück. Ganz gut zu sehen. Den Schlag macht man einfach automatisch, wenn man ganz normal angreift, mit voller Angriffsleiste. Und die zweite Spezialattacke ist wohl mit der Axt. Damit kann man wohl anscheinend jetzt eine Schildabwehr durchbrechen. Das konnte ich leider bisher selber noch nicht wirklich ausprobieren und auch leider jetzt nicht wirklich zeigen, da ich dafür ja einen anderen Spieler mit einem Schild brauche und das habe ich leider gerade nicht zur Verfügung. Auf jeden Fall besitzen jetzt die Schwerter und die Äxte jeweils eine kleine Spezialattacke. Das war's dann leider auch schon wieder von dem Video. Es gibt natürlich hier und da noch so ein paar Kleinigkeiten im Update, die irgendwas mit dem Thema Kampf zu tun haben. Aber einen Teil der Sachen werde ich natürlich auch im zweiten bzw. dritten Video vorstellen. Im nächsten Video gibt es jetzt erstmal alles rund ums Thema Ende. Dort ist nämlich einiges passiert. Der Enderdrache wurde überarbeitet. Es gibt neue Items, neue Monster, neue Gebiete, die man erkunden kann. Viele, viele neue Dinge. Und im letzten Teil gibt es dann natürlich nochmal so ein paar allgemeine Sachen. Neue Verzauberungen, neue Items, neue Blöcke, neue NPCs natürlich auch wieder. Neue Strukturen, ein neues Biom und einige weitere Dinge. Zu dem Video selber hier würde mich natürlich freuen, wenn ihr eine Meinung in die Kommentare schreibt, wie euch das Video gefallen hat. Ich weiß, es war nicht unbedingt in der besten Qualität, auch die Aufnahme und das Schneiden. Aber ich bin im Moment so ein bisschen am Rumprobieren, benutze hier und da ein paar neue Programme, insbesondere ein neues Schneideprogramm. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, was ich auf jeden Fall besser machen muss, was euch nicht so gefallen hat. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und immer schön fruchtig bleiben. Ciao.